Ist uns jetzt endlich zugeschaltet. Herzlich willkommen zur Lage der Liga, Lukas Podolski. Hey, man sagt ja immer, die Elite kommt immer zu spät, oh, hey. Lukas. Also du darfst es dir erlauben, dass du kurz vor knapp hier auftauchst. Schön, dass du da bist, Lukas. Die Besten kommen zum Ende. Ja, habe ich ja gesagt, die Elite kommt immer zu spät. Gut, dass der Lothar das nicht mehr gehört hat. So, Lukas, wir können scherzen, Hansi Flick kann das nicht mehr, vor allem nach dem 1:4 gegen Japan gestern. Was hast du nach diesem nächsten Debakel der deutschen Nationalmannschaft gestern gedacht? Na gut, erstmal muss man sagen, dass die Japaner, die muss man auch mal loben, dass die ein gutes Spiel gemacht haben. Ich war ja fast 3 Jahre dort und wie die sich jetzt nochmal die letzten Jahre entwickelt haben, ist schon schön zu sehen, wie die Fußball spielen, wie sie gestern auch gespielt haben. Und ich glaube, das muss man auch erstmal erwähnen, dass die Japaner gestern auch ein gutes Spiel gemacht haben. Ja, und unsere Mannschaft, da hat sich jetzt leider nicht viel verändert, was die letzten Spiele angeht. Und ja, ich bin gespannt auf das nächste Spiel gegen Frankreich. Und ich glaube, da, wenn da jetzt kein Erfolg oder eine deutliche Leistungssteigerung passiert, dann glaube ich, werden die Köpfe brödeln beim DFB. Lukas, aus Spielersicht, hast du das Gefühl, dass das Verhältnis zwischen Mannschaft und Hansi Flick noch stimmt? Ach, ich will mich da nicht beteiligen, weil es immer ist, glaube ich, nicht fair, wenn man nicht selber ein Teil der Mannschaft ist, hier aus Polen. Irgendwas zu beurteilen, in dem man nicht drin sitzt. Ich glaube, da müsst ihr andere fragen, die in der Mannschaft sitzen, weil diese Frage kann ich nicht beantworten und will ich auch nicht beantworten. Ich will jetzt nicht irgendwie über dritte Personen reden und ich bin hier selber in der Kabine und weiß nicht, was da los ist. Darum ist es jetzt schwer für mich, da eine Meinung zu äußern. Polly, die Verantwortlichen brüten heute. Es könnte sein, dass es eine Entscheidung gibt gegen Hansi Flick. Einen dritten kannst du sehr gut beurteilen und das ist Rudi Völler. Du hast unter ihnen debütiert. Was könnte ein Rudi Völler jetzt der Mannschaft geben, was er euch damals auch gegeben hat? Ja, er ist ja jetzt lange raus. Er ist ja nicht mehr die letzten, glaube ich, wann war das? Die letzten 20 Jahre kein Trainer mehr gewesen. Er in der Verantwortung bei Bayer Leverkusen. Weiß ich nicht, ob er es zutraut, ob er schon zu weit weg ist aus diesem Trainerbusiness, genauso was Matthias Sammer angeht. Weiß ich nicht, was deren Ziele sind, auf die sich das zutrauen. Keine Ahnung, weil der Fußball hat sich ja die letzten Jahre auch etwas entwickelt. Muss man schauen. Der Einzige, glaube ich, der jetzt auf dem Markt ist, ist der Nagelsmann. Ich habe es ja schon mal letztes Mal, glaube ich, angedeutet, auch bei euch, dass der Einzige, der für mich in Frage kommt und der nicht auf dem Markt ist, ist der Jürgen Klopp. Das wäre, glaube ich, nochmal ein Trainer für die Nationalmannschaft, der da nochmal alles umkrempelt, neue Energie reinbringt und so weiter. Alles andere ist, glaube ich, jetzt Spekulationen und ich sehe gerade hier die Liste, Zidane, Klinsmann und so weiter. Ja, mal schauen. Am Ende muss man sich, wenn es den Hansi trifft, für eine Lösung entscheiden. Ob die dann besser wird oder nicht, das wird die Zeit dann zeigen. Ja, Jürgen Klopp, ich glaube, da sind wir uns alle einig, wäre eine Traumlösung. Aber du hast auf jeden Fall. Du hast selbst gesagt, die geht nicht, zumindest nicht zur EM 2024. Julian Nagelsmann hast du so gerade so en passant noch nebenbei erwähnt. Der ist jung, der ist mitten im Geschehen, war zuletzt bei gar nicht so einem schlechten Fußballverein. Wäre das noch eine Lösung? Ja, ist, glaube ich, der Einzige, der auf dem Markt ist, der auch jetzt seit kurzem auch irgendwo trainiert hat. Die anderen beiden ist nicht so, dass ich die schlecht reden möchte, aber die sind halt eher Funktionäre die letzten Jahre gewesen und nicht traineraktiv. Muss man dann sehen, ob sie sich das zutrauen oder nicht. Das ist eine Frage, die beiden, die der Matthias Sammer und der Rudi Völler beantworten müssen. Wenn das so ist, wenn die sich das zutrauen, wenn die das Gefühl haben, boah, ich will es, in mir brennt das, ich will da was umkrempeln, ja, dann sind die auf jeden Fall eine Option. Die andere ist natürlich der Julian Nagelsmann, der kennt auch die Jungs, der kennt die meisten. Der hat zuletzt ein Top-Team trainiert und das ist dann halt so die Lösung. Mal schauen, was passiert. Es wird ja jetzt die nächsten Tage viel abgehen und mal schauen, was da so passiert. Lukas. Aber ich glaube, bis zum Frankreich-Spiel wird da erstmal nichts passieren. Also du glaubst, dass Hansi Flick definitiv noch auf der Bank sitzt, auch gegen Frankreich? Ich schätze ja, weil die Zeit so knapp ist.
Lukas, was will jetzt ein neuer Trainer, was will er jetzt ändern? Also Impuls geben? Impuls ist jetzt kein Spiel, wo es jetzt um alles oder nichts geht. Ich glaube, nach dem Franca-Spiel hat man genug Zeit, da alles zu analysieren, alles nochmal in sich zu gehen, was war gut, was war weniger gut und dann einen Neustart zu finden, wenn es dazu kommt. Jetzt ist meiner Meinung nach jetzt das Spiel, jetzt alles auf die Karte zu setzen. Ja, wir brauchen jetzt einen neuen Trainer für Frankreich, für das Spiel, weil das Spiel jetzt irgendwie das wichtigste Spiel des Jahres ist. Also das sehe ich nicht so. Ich glaube, man muss das Spiel abwarten. Und wenn man dann zu einer Entscheidung kommt, man muss einen Trainer wechseln, dann hat man genug Zeit. Wolli, es gibt ja momentan nicht nur ein Problem mit dem Trainer, es gibt auch ein Problem mit den Fans. Es gab gestern Pfiffe. Du warst Publikumsliebling. Wenn du jetzt siehst, was da rund um die Nationalmannschaft passiert, dass ein Havertz sich beschwert, dass die Fans nach so vielen Enttäuschungen nicht die Mannschaft unterstützen. Was denkst du dabei? Ja, zu meiner Zeit war das nicht der Fall. Also ich kann ja nur reden, wie es zu meiner Zeit war. Ich war immer im Reinen mit den Fans. Es gab natürlich auch schlechtere Spiele von uns, von mir. Es gab auch mal, Pfiffe. Aber in den Jahren, wo ich in der Nationalmannschaft gespielt habe, war alles positiv. Jeder kennt mein Bekenntnis zu den Fans. Für mich sind die Fans die Basis. Die Fans sind auch der Fußball in den Vereinen, in der Nationalmannschaft. Und ich hatte immer das Gefühl, dass zu meiner Zeit wie immer mit den Fans im Reinen waren, immer eine Einheit gebildet haben. Und für mich waren die Fans immer wichtig. Also man kennt ja die Bilder nach den Spielen in der Kurve mit den Fans jubeln und so weiter. Das gehört einfach mit dazu, weil die Fans, man merkt das jetzt auch, die Diskussionen seit Jahren, dass die ganze Mannschaft sich etwas entfernt hat von den Fans und so weiter. Man kennt das Thema. Das Thema ist wichtig. Und aber ich weiß halt nicht, was so die letzten Jahre da passiert ist, warum das sich so entwickelt hat. Also klar, die Ergebnisse sind das eine, aber es können ja nicht nur die Ergebnisse sein. Also da muss ja irgendwie was anderes passiert haben. Wenn man halt auch mal den DFB sieht, wie sich das da alles ein bisschen entwickelt hat, unglückliche Aussagen und unglückliche Aktivitäten und so weiter und so weiter. Das hängt ja alles mit da zusammen. Das sind jetzt nicht nur die Leistungen. Vielleicht fehlt ja ein Lukas Podolski, der für Spaß und Leichtigkeit in der Nationalmannschaft zockt, indem er zum Beispiel einen Reporter in den Pool wirft. Ja, das waren noch Zeiten. Hast du so eigentlich Falke vorher gefragt, ob er schwimmen kann? Gehe ich mal davon aus beim Falcao, bei seiner Statur. Da sehen wir es nochmal, Lukas. Aber es ist das war doch ein Kinderbecken. Okay. Ach so, also musste man gar nichts befürchten. Ja, da schwimmt noch mein Schreibblock. Lukas, dennoch. Ja, aber wie, wenn ich die Bilder so sehe, das war halt Journalisten, Fans, das war alles eine Einheit. Klar, das war immer getrennt, dass man professionell sein muss, aber das war immer eine Einheit. Wir hatten Spaß, das gehört immer dazu, eine Lockerheit, aber auf dem Platz wussten wir, was es geht. Und die Fans waren immer mit dem Boot, also vor den Hotels, in den Stadien und so weiter. Und ich kann halt nur von mir sprechen. Für mich waren die Fans und sind bis heute immer ein wichtiger Bestandteil meiner Karriere. Sowohl bei der Nationalmannschaft als auch in den Vereinen. Die Fans sind immer die Basis und sind mir immer wichtig. Und das Gefühl ist jetzt aktuell nicht da. Und die FIFA haben das gestern ein bisschen bestätigt. Ganz kurzer Ergebnistipp noch für das Spiel gegen Frankreich, Lukas. Ja, die Franzosen sind das Maß der Dinge. Also ich glaube nicht, dass man jetzt hingehen kann und sagt, wir gewinnen das Spiel. Aber mal sehen. Also mit Tipps ist das immer, bin ich nicht so, sondern ich will ein gutes Fußballspiel sehen und vielleicht erhoffen wir ja oder sehen eine ganz andere deutsche Mannschaft als gestern und vielleicht passiert da ein Wunder und die Jungs krempeln da was um. Mal sehen. Also nach dem nächsten Spiel sind wir schlauer. Definitiv, und das Wunder brauchen wir auch. Lukas Podolski, besten Dank für deine Einschätzungen. Liebe Grüße nach Polen. Danke, viele Grüße. Danke. Ciao, ciao.